Hast du damit schon mal über deine Couch gerieben? In diesem Video zeige ich dir, warum du das Ganze unbedingt machen solltest. Doch zuerst müssen wir es ein wenig vorbereiten. Dafür schnappst du dir einen solchen Wäschepott. Du kannst allerdings auch einen Geschirrspültab nehmen. Gib ihn jetzt in eine Schale und kippe richtig schön heißes Wasser drüber. Der Wäschepott bzw. Geschirrspültab sollte sich hier drin dann komplett auflösen. Das heißt, wir warten erstmal ein wenig ab, bis er sich aufgelöst hat und warten dann noch ein wenig weiter ab, bis das Wasser jetzt sich so weit abgekühlt hat, dass wir es auch mit der Hand anfassen können. Danach schnappen wir uns dann einen Lappen, gehen mit diesem in diese Mischung, zieh dir dabei am besten auch Handschuhe an. Wringe den Lappen danach jetzt einmal komplett aus, sodass er nur noch leicht feucht ist. Dann kannst du ihn auf dein Sofa legen und im nächsten Schritt brauchst du noch den herkömmlichen Deckel eines Topfes. Denn wenn du diesen jetzt auf den Lappen legst und den Lappen dann nach oben zusammenknotest, beziehungsweise die einzelnen Ecken des Lappens hier oben zusammensteckst und mit der Hand festhältst, kannst du perfekt mit diesem Lappen und dem Tuch über dein Sofa reiben. So kannst du dein Sofa richtig schön reinigen. Du bekommst auch hartnäckige Flecken und allgemeine Verschmutzung, auch die, die man nicht direkt sehen kann, so von deinem Sofa entfernt. Du wäschst dein Sofa quasi, ohne es in die Waschmaschine zu geben. Reibe jetzt einige Male drüber, spüle den Lappen ab und zu mal aus und gebe ihn nochmal neu in die Mischung und am Ende ist dein Sofa wieder richtig schön sauber und sollte dank des Wäscheports auch wirklich richtig schön wie frisch gewaschen riechen. Probiere diesen genialen Trick daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch einen Geheimtrick kennenlernen, wie du nie wieder Staub wischen musst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.